Hallo du, du und du. Grüß Gott und alle miteinander. Seid ihr bereit für den Adventskalender? So öffnen wir heute den Dezember. So, ich zeige Ihnen jetzt die Orgel vom Spieltisch aus, also wo sie gespielt wird. Sie sehen, das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Das ist praktisch, wenn wir zwei Klaviere haben, dass die Tasten hier Obertasten weiß und unten schwarz sind. Das ist nur der Tatsache geschuldet, dass man früher hier oben Knochenbelege genommen hat und unten halt Ebenholz. Und das ist billiger, als würde man das umgekehrt machen. Aber es ändert an der Spielweise selber gar nichts. Auf der Aufbau der Tasten ist auf jedem Keyboard ganz genauso und auf jedem Klavier wie auf dieser Orgel. Und übrigens für die Füße ist es ganz genauso aufgebaut. Also wer die Tastenfolge kennt, weiß, die haben zwei schwarze, drei schwarze, zwei schwarze, drei schwarze und wieder zwei. Dasselbe haben wir also zweimal für die Hände, einmal für die Füße. Also hier sehen Sie das Innere der Orgel von hinten. Von vorne sehen Sie nur die schönen Pfeifenfelder, kann man hier auch erkennen. Und wenn man von hinten die Orgel öffnet, wie ein Schrank praktisch die Rückwand öffnet, dann haben Sie diesen Blick, den Sie jetzt hier sehen. Und wir haben unterschiedliche Formen und Größen von Pfeifen. Und ich zeige Ihnen zwei stellvertretend, einmal an zwei Registern. Das eine ist ein blockflötenartiges Register. Das ist 90% der Orgel etwa, ist so aufgebaut. Das gibt es in Holz auch. Jetzt diese ist in Metall. Das wäre eine Blockflöte. Sie sehen, hier ist eine Kernspalte. Die Luft trifft hier auf und bricht sich. Dadurch entstehen die Schwingungen. Und sie klingt auch wie eine Blockflöte. Die stelle ich wieder weg und nehme eine andere. Das ist diese sogenannte Trompete, die wir in der Orgel haben. Die sieht so aus und von innen ganz anders. Hat nämlich innen eine Zunge. Sehen Sie hier eine Metallzunge. Da trifft die Luft auf und diese Zunge vibriert und schlägt. Das ist so ähnlich wie bei einer Klarinette etwa. Und das klingt dann auch völlig anders. Kann man deutlich hören, den Unterschied. Ja, dann haben wir noch ganz kleine Pfeifchen, zum Beispiel so etwas hier. Und dieses ist nur die Länge, wo sie auf dem Pfeifenstock steht. Das ist aber die klingende Länge ist nur ungefähr so viel. Also Sie sehen, das ist wirklich ungefähr 1 Zentimeter breit. Klingt dann, vielleicht können Sie das hören. Nein, die ist auch noch stumm gestellt, also diese sagt nichts.
Aber wir haben da noch andere. Ich hoffe, dass diese. Können Sie deutlich hören, auch ein kleines Pfeifchen. So, und wenn man hier reinschaut, kann man einmal auch die großen Pfeifen sehen, da können Sie von oben drauf schauen. Dann haben wir auch in der Orgel drei Teile, nämlich links und rechts, diese großen Pfeifen, die Sie eben gesehen haben, die werden mit den Füßen gespielt. Das ist also der Bass, das klingt dann etwa so. Das ist ungefähr so der Klang, der hier kommt. Dann haben wir oben eine Klaviatur, das ist in dem Kasten hier hinter mir, das heißt rückpositiv. Das ist dann hier, wird auch hier eingeschaltet. Ja, und das kann ich auch mit dem Pedal zusammenspielen oder kann man ein ganz einfaches Weihnachtslied machen. Schon hören, da haben Sie beides zusammen. Ja, dann haben wir oben noch eine Klaviatur und das ist der Teil der Orgel, den Sie eben von innen gesehen haben, der nämlich direkt über mir ist. Und der klingt dann etwa so. Dasselbe Lied nehme ich nochmal. Das ist die Registermischung, die wir jetzt hier eingestellt haben. Ja, und ich spiele jetzt die Begleitung dazu auf dem hinteren Werk und mit dem Pedal die Bässe. Und da klingt das ganze Lied. Ja, und dasselbe kann man auch mit dem Register machen, was ich eben gespielt habe, was so ein bisschen wie eine Trompete klang. Das hat dann ungefähr diesen Effekt, wenn ich dasselbe Lied nochmal nehme. Ja, und unser Pedal kann auch, also die Basstöne, die spielen bei der Orgel eine besondere Rolle, weil man sie besonders durch diese beiden Füße besonders gut behandeln kann. Da kann man auch eine Melodie drauf spielen und da haben wir ein kräftiges Register, nämlich eine Posaune und da klingt er. Können Sie schon hören. Und auch das kann man spielen und mit den Händen begleiten, da klingt das ungefähr so. I know.